Karl-Horst Hödicke, 82 Jahre alt. Begegnung mit einem Revolutionär. Eigentlich lebt er zurückgezogen in Berlin, doch jetzt Besuch in München, wegen seiner Retrospektive. Interviews gibt er kaum noch. Für uns macht er eine Ausnahme. Gleich am Anfang verrät er ein Geheimnis, wie man sich locker macht vor dem Malen. Zen-Übung als Kreativitätsprobe. Ich habe Bogen geschossen, um zu festzustellen, ob ich so eine gewisse Befindlichkeit habe. Also bin ich treffsicher. Und wenn ich gemerkt habe, dass es nicht sehr gut ist, bin ich wieder gegangen. 18 Meter lang das Atelier. Nur wenn der Pfeil ins Schwarze traf, blieb er, um zu malen. 60er Jahre, Hödickes Stil empört. Farbe, die durchs Bild rinnt. Aber vor allem das Figurative, das Gegenständliche. Eine Rebellion in der damaligen Zeit, die geprägt war vom Abstrakten. Und dann malte er auch noch auf Papier. Auf Leinwand, das ist die Theatervorführung. Und auf Papier, das sind die ganzen Proben. Da wird Malen exerziert. Und dieses Exerzieren von Malerei ist der Wert, nicht das Produkt, nicht das, was hinterher rauskommt, sondern der Vorgang an sich. Hödicke, aufgewachsen in München-Germering, zieht Ende der 50er Jahre nach Berlin. Hier beginnt seine Karriere. An der Hochschule der Künste studiert er Malerei. Ich kam ja vom Land, ich war ein Bauerndepp oder sowas. Dann komme ich in die Stadt und da sieht die Sache ganz anders aus. Das hat mich, vom Malerischen hat mich das natürlich, ja, nachts Licht, ja, das war da in Germering nicht. Hödicke macht alles anders als die anderen. In den 60er Jahren hat er damit Erfolg. In den 80er Jahren ist er damit berühmt. Heute hat der Erfolg viel damit zu tun, was man für sein Bild an Deutschmark erzielt oder Dollars. Ist der Erfolg wirklich dann immer nur in Geld auszudrücken? Es sieht heute so aus. Begrüßen Sie das? Ich habe nichts gegen Geld. Berlin, für den Wahlberliner Heimat und Anregung. Hödicke malt, was ihm vertraut ist. Aber er ist kein Chronist. Es geht ums Gefühl. Eigentlich müsste er die Stadt auch dringend mal verlassen, der Karriere wegen. Doch er geht nicht. Ja, ich wollte immer weg. Als Berliner will man immer weg. Aber man kommt nicht weg. Er wird Professor. An der HDK unterrichtet er die, die später berühmter werden als er selbst. Ich gehe davon aus, dass der Student, der jetzt zu mir kommt, erstmal seine Motivation mitbringt und versucht, sich auszudrücken, sich darzustellen. In Berlin hat keiner einen Pinsel in die Hand genommen, den ich nicht beeinflusst hätte. Würde ich mal hochtrabend von mir behaupten. Obwohl er sich vom Abstrakten lossagt, ist er nie ganz frei davon. Wie hier, ein Schöneberger Hinterhof, scheint erst ganz abstrakt. Dann ein Blick in den Himmel. Kunst mit Filzstift, Pop-Art. Und immer starke Farben. Lust auf Veränderung. Wenn ich schon weiß, was ich machen will, brauche ich es ja nicht mehr machen. Nein, ich sehe das, für mich ist Malen etwas, da passiert etwas, was Sie vorher gar nicht in Erwägung gezogen haben. Ja? Ich will mich selber überraschen. Oder ich werde permanent überrascht. Wenn ich da so ein Papier habe und meine Töpfe da rumstehen, gut, da weiß ich, wo die Farbe drin ist, das kann ich auch blind machen. Also, aber zu, was da entsteht, das ist mir völlig neu. Hödicke schafft es aber auch, uns zu überraschen. Das zeigt diese Ausstellung. Vielseitig, kraftvoll, keine Grenzen. Das zeichnet Karl-Horst Hödicke aus. Die größtmögliche Freiheit.